Einen schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Hohen Haus, heute mit diesen Themen. Pandemischer Spagat. Regierung steht zu Lockerungen und Impfpflicht. Im Studio ist Gabi Schwarz, die Gesundheitssprecherin der ÖVP. Fällige Kredite. Gastronomiebranche befürchtet Insolvenzwelle. Am Mittwoch hat die Regierung weitreichende Lockerungen bekannt gegeben. Ab dem 5. März darf man praktisch wieder alles machen, egal ob geimpft oder ungeimpft. Die Zutrittsregeln werden zur Gänze fallen. Einzig im Handel, in Banken, Apotheken, Krankenhäusern und Altenheimen bleibt die Maskenpflicht. Wie das mit der Impfpflicht zusammenpasst und ob diese überhaupt noch kontrolliert wird, das ist derzeit völlig unklar und erscheint vielen paradox. Grundsätzlich ist die Bevölkerung mit der Strategie der Pandemiebekämpfung der Regierung zunehmend unzufrieden, berichtet Susanne Däubel. Seit Montag kann man online eine Impfpflichtbefreiung beantragen über Plattformen im jeweiligen Bundesland. Die rechtliche Grundlage dafür wurde allerdings erst 3 Tage später im Gesundheitsausschuss geschaffen und soll kommende Woche im Nationalrat beschlossen werden. Eine Art und Weise, mit den parlamentarischen Institutionen umzugehen, die nicht nur unüblich ist, sondern die an eine Frechheit grenzt. Da geht es in erster Linie einfach um technische Anpassungen, um Klärungen, die heute eben jetzt noch aufgetaucht sind. Also das ist jetzt nichts Inhaltliches in dem Sinn, ja, oder nichts, wo man jetzt sagt, da greifen wir jetzt wieder in ein frisch beschlossenes Gesetz ein, sondern da geht es einfach darum, um eben noch frisch aufgetauchte Dinge, insbesondere was zum Beispiel elektronische Datenplattformen und solche Dinge eben anbelangt, dass man hier einfach konkreter wird, dass man da korrekter wird. Das sind die Anpassungen. Ausgenommen von der Impfpflicht sind nicht nur unter 18-Jährige und Schwangere, sondern auch Patientinnen mit einer rheumatischen Erkrankung, einer Erkrankung des Magen-Darm-Trakts, einer Nierenerkrankung oder vor oder nach einer Transplantation. Für einige medizinische Fachgesellschaften sind diese Ausnahmegründe für eine Impfpflicht nicht nachvollziehbar. Gerade Risikopatientinnen, die zuerst höchste Priorität bei der Covid-Impfung hatten, sind jetzt plötzlich bei der Impfpflicht ausgenommen. Das kreiert zumindest 2 Probleme. Zum ersten das Problem, dass die Patienten selbst verwirrt sind, sollen sie sich noch impfen lassen oder nicht. Und gerade das Gegenteil ist wahr, darauf beharren wir und darauf pochen wir, dass gerade diese Patientinnen und Patienten geimpft werden müssen und sollen, weil sie ein erhöhtes Risiko haben, Probleme durch die Covid-Infektion zu haben. Das Zweite ist, wir werden als Ärztinnen und Ärzte in ein Dilemma getrieben, nämlich für jene Patientinnen und Patienten, die sich befreien lassen wollen von der Impfpflicht und die aber es bitter notwendig hätten, sich impfen zu lassen, dass wir als Ärzte gewissermaßen einen Test, einen Freilos für die Patienten schreiben sollten. Während sich die einen bereits Gedanken darüber machen, wie sie zu einer Impfpflichtbefreiung kommen, dürfte den anderen noch gar nicht so klar sein, wie es überhaupt mit der Impfpflicht weitergeht. Erst Donnerstag wurde eine Kommission gegründet, die ein Gesetz, das 2 Wochen davor in Kraft getreten ist, beurteilen soll. Sie besteht aus Gesundheitsexpertinnen und Experten und Juristen. Beides ist in dem Fall notwendig. Die Juristen prüfen die Verfassungsmäßigkeit des Eingriffes in der Verhältnismäßigkeit und die Gesundheitsexpertinnen beurteilen die Notwendigkeit des Impfens an sich und auch die Umsetzung der Impfpflicht in der Durchführung. Das ist der Punkt. Und auch die weitreichenden Lockerungen, die ab 5. März sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte gelten sollen, sorgen für Verwirrung. Sie fragen sich jetzt eventuell, wie die weiteren Lockerungen mit der Impfpflicht zusammenpassen. Dabei müssen wir 2 Dinge auseinanderhalten. Die Impfpflicht gilt für alle Menschen in Österreich und ist ein langfristiges Instrument, um die Impfquote im Land zu steigern. Ein Instrument, das wir zusätzlich zur laufenden intensiven Überzeugungsarbeit brauchen. Bei den Zutrittsregeln, die wir über eine Verordnung regeln, handelt es sich um anlassbezogene Schutzmaßnahmen. Selten war die Bevölkerung mit der Performance einer Regierung so unzufrieden wie mit der derzeitigen Türkis-Grünen, erklärt der Politikberater. Man muss ganz klar sagen, dass die Bevölkerung mit dem Pandemie-Management der Bundesregierung von Monat zu Monat unzufriedener wurde. Und das hat jetzt zuletzt einen Höhepunkt erreicht. Mein Kollege der Peter Haig hat das erhoben. Es sind rund fast 70%, um genau zu sein, 69, die finden, die machen das nicht gut. Das ist desaströs.
Das schlägt sich auch in der traditionellen Sonntagsfrage nieder. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären? So liegt die ÖVP laut Unique Research, die 800 Menschen befragt haben, bereits mit 24% knapp hinter der SPÖ, die bei 25% liegt. Dazu gewinnen konnte außerdem die FPÖ. Die Grünen stagnieren und die Neos haben ähnlich wie die SPÖ nur leicht dazugewonnen. Die impfkritische MFG-Partei würde mit 7% der Stimmen in den Nationalrat gewählt werden. Man würde sich natürlich erwarten, wenn eine Partei so wie die ÖVP von 35 auf 25, 24 abstürzt, dass das der stärksten Oppositionspartei oder den klassischen Oppositionsparteien zugutekommt. Ist aber in dem Fall nicht der Fall, weil, wie gesagt, glaube ich, eine zu starke Einbindung in die Pandemie-Maßnahmen da ist. In einem Schulterschluss mit der Regierung haben sich SPÖ und Neos für das Impfpflichtgesetz ausgesprochen. Ehrlich gesagt, ich hätte es in der Opposition nicht gemacht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, weil die Menschen jetzt ja miterleben, dass es keine Impfpflicht ist, sondern es ist die Karikatur einer Impfpflicht, die wir hier bekommen. Und die Regierung eigentlich, so wie es aussieht, man weiß es ja nicht genau, aber offensichtlich schon zu Grabe trägt, bevor sie überhaupt Platz greift. Für die SPÖ war das doppelt bitter, nachdem die Regierung ihr Zugeständnis, Impfanreize zu setzen, für die Zustimmung zur Impfpflicht zurückgenommen hat. Stichwort Impflotterie. Wir sitzen im Parlament, weil wir für die gesamte Bevölkerung Verantwortung gerade in dieser Pandemie übernommen haben. Und nicht nur bei Themen wie Pandemie, sondern überhaupt. Die Sozialdemokratie tickt so, seit 130 Jahren. Und ich will nicht eine Regierung, die Hü und Hott und Zick und Zack sagt, weil da kennen sich die Leute nicht mehr aus. Und ich glaube, da mitgezogen zu werden, ist nicht lustig. Weil letztendlich wollen nicht wir die sein, die sagen, wir wollen die Impfpflicht. Nein, wir wollen für den Herbst gerüstet sein. Die Neos haben zwar ebenfalls für das Impfpflichtgesetz gestimmt, der konkreten Verordnung im Hauptausschuss dann aber nicht mehr zugestimmt. Wenn die Impfpflicht umgesetzt wird, dann muss sie vernünftig und logisch umgesetzt werden, sodass die Bürgerinnen und Bürger auch verstehen, was jetzt gilt. Und nicht so verklausuliert und verdreht, dass sich keiner mehr auskennt. Also warum genesen und dann geimpft anders zu sehen ist als geimpft und dann genesen, ist einfach völlig unlogisch. Aber so steht es in dieser Verordnung drin. Nicht nur das Pandemie-Management bringt die Regierung zunehmend in Bedrängnis. Der Ruf nach Neuwahlen wird lauter. Wir sind bei den Toten pro 100.000 Einwohner ein bisschen schlechter als die Schweizer und ein bisschen schlechter als die Deutschen. Also wir haben mit viel Geld und viel Lockdowns ganz wenig erreicht. Die Österreicher haben sich eine andere, bessere Bundesregierung verdient und der Weg dorthin führt über Neuwahlen. Möglichst bald, aus unserer Sicht, je früher, umso besser. Wir sind dafür bereit. Also wir haben noch ein paar Hausübungen zu machen, wo wir uns darum kümmern müssen. Ich weiß schon, es gehört einfach zum Politikgeschäft dazu und insbesondere das Politikgeschäft der Opposition muss es sein, ständig nach Neuwahlen zu rufen. Aber ich glaube, wir haben noch genügend zu tun in diesem Land. Also ich sehe jetzt keinen Grund dafür. Wenn Neuwahlen kommen, werden wir gerüstet sein, weil wir Verantwortung übernehmen wollen. Aber wenn die so weiterwursteln, wird sich die Bevölkerung auch das Ihrige denken und wird sie denken, naja, denen vertraue ich sicherlich nicht mehr. Ich persönlich glaube nicht an Neuwahlen. Neuwahlen wären für die Regierungsparteien ein echtes Selbstmordkommando, weil niemand was gewinnen kann und das Risiko für die ÖVP, dass sie dramatisch verlieren, sehr hoch ist und die Grünen möglicherweise wieder auf unbedeutenden Plätzen auf der Opposition landen werden. Und aus Eisenstadt zugeschaltet ist uns jetzt Gabi Schwarz, Clubobmann, Stellvertreterin und Gesundheits- und Mediensprecherin der ÖVP. Einen schönen guten Tag, Frau Schwarz. Den wünsche ich auch aus Eisenstadt, Frau Salze. Frau Abgeordnete, ab dem 5. März fallen fast alle Regeln. Man benötigt keine Impfung mehr, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Warum sollte sich dann jemand jetzt impfen lassen, der sich bis jetzt nicht impfen hat lassen? Ich glaube, da müssen wir jetzt ein paar Dinge auseinanderhalten. Das eine ist das Impfpflichtgesetz. Das ist von uns nicht in Frage gestellt, um das in aller Deutlichkeit einmal zu sagen. Das Impfpflichtgesetz wurde ganz bewusst so gestaltet. Der Bundeskanzler hat es als Werkzeugkoffer bezeichnet. Ich nehme es als Bausteine. Wurde ganz bewusst so gestaltet, dass man auf Dinge gut reagieren kann. Zum Beispiel auf die Entwicklung neuer Impfstoffe, auf neue Mutationen, auf Medikamente, die hoffentlich noch kommen werden, zusätzlich zu denen, die es schon gibt. Das
heißt eine permanente Überprüfung der Notwendigkeiten. Und es war immer gedacht, perspektivisch, weil wir nicht wissen, was im Herbst auf uns zukommt. Dieses Gerede von wegen, na gerade bei Omikron und warum da jetzt nicht, ist ganz klar. In der Omikron-Phase selbst damit zu beginnen, ist schwierig, weil die Omikron-Phase sich dadurch auszeichnet, dass es eine sehr hohe Infektiosität gibt. Da kann man nicht damit rechnen, dass man das schnell unterbrechen kann durch eine Impfung, durch andere Maßnahmen sehr wohl. Das heißt, wir arbeiten daran, was möglicherweise im Herbst auf uns zukommt, um dann reagieren zu können. Die Kommission, die auch zitiert worden ist, wurde eingesetzt. Auch das ist Bestandteil dieser Vereinbarung, dass der Bundesminister für Gesundheit durch Verordnung gewisse Dinge machen kann, aber nicht ohne das Parlament. Denn all diese Verordnungen, die getroffen werden, müssen vom Hauptausschuss des Parlaments genehmigt werden. Die Kommission, zusammengesetzt aus Juristinnen und Ärztinnen, legt fest, in welche Richtung wir gehen. Und ich halte das für eine sehr vernünftige Lösung, denn es geht immer wieder um Verhältnismäßigkeiten. Ist das noch verhältnismäßig? Hält das noch verfassungsrechtlich? Das gilt es immer zu überprüfen. Aber das heißt nicht, dass das Impfpflichtgesetz nicht gilt. Eben, wir haben eine Impfpflicht, aber gleichzeitig haben wir eine sehr geringe Durchimpfungsrate. Ist das nicht eine Lose-Lose-Situation? Ich habe auf der einen Seite ein Gesetz, das muss ich eigentlich einhalten. Auf der anderen Seite lässt sich niemand impfen. Das ist doch eine Lose-Lose-Situation. Das mit dem Niemand ist ja so nicht ganz richtig. Also ich schätze schon auch jetzt Hoffnungen auf die neuen Impfstoffe, die kommen. Ja, aber es gibt zum Beispiel jetzt über 30.000 Anmeldungen für die Impfung mit Novavax. Das heißt, es bewegt sich schon ein bisschen was. Die notorischen Impfgegner wird man wahrscheinlich durch ein Impfpflichtgesetz auch nicht erreichen können, denn die sind so verhaftet in ihrer Denkweise zum Thema Impfungen. Da wird es ganz, ganz schwierig werden. Das wird befeuert durch Telegram-Gruppen, durch Informationen, die weit weg sind von Fakten, von wissenschaftlichen, von evidenzbasierten Daten, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Aber da hat sich eine Parallelgesellschaft entwickelt, die unheimlich stark ist. Das kann man durchaus auch beobachten bei den Demonstrationen, wovon dort geredet wird. Das ist haarsträubend und das entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Da wird es ganz schwierig werden. Aber es gibt sehr wohl noch die Möglichkeit, auch durch die direkte Ansprache von Ärztinnen und Ärzten, Gynäkologinnen und Gynäkologen spielen da eine ganz wichtige Rolle, wenn es zum Beispiel um das Vorurteil geht, dass sich Frauen, junge Frauen, die schwanger werden möchten, nicht impfen lassen sollen oder auch Schwangere nicht. Den Ärztinnen und Ärzten kommt da eine unheimlich wichtige Funktion zu, die sie auch jetzt erfüllen und die auch in Zukunft diese Arbeit leisten werden. Das ist selbstverständlich. Uns in der Politik kommt natürlich auch diese Aufgabe zu. Und glauben Sie mir, Frau Salzer, ich habe in den letzten Monaten und Wochen wirklich permanent darüber geredet, wie wichtig die Impfung ist. Und das, was mir ein bisschen enttäuscht, ist, dass wir leider nicht vorgedrungen sind zu dem, was zum Beispiel beim Expertenhearing im Gesundheitsausschuss sehr, sehr deutlich herausgekommen ist, durch Frau Dr. Rabadi und durch Professor Sewelder, dass es ja nicht nur darum geht, mich zu schützen, sondern wir sind so gut geschützt, wie die gesamte Gesellschaft geschützt ist und jeder sein Schäuflein dazu beitragen kann. Was mir so ein bisschen fehlt in dieser Diskussion rund um Impfung und das schon seit langer Zeit, ist das, wir haben ein Gesundheitssystem, ein solidarisches Gesundheitssystem, auf das wir mit Recht sehr, sehr stolz sein können und auf sich jeder und jede wirklich gut darauf verlassen kann. Aber Solidarität ist für mich keine Einbahnstraße. Da darf ich auch durchaus etwas leisten für die Allgemeinheit und für die Gesellschaft. Für mein Vis-à-Vis, für meine Familie, für meinen Bekanntenkreis. Ich muss Sie ganz kurz unterbrechen, Frau Schwarz. Das heißt, soll diese Impfpflicht jetzt exekutiert werden, dass man auch Strafen zahlen muss? Ist das das Ziel? Das wird die Expertenkommission, die ja schon mehrmals genannt wurde, feststellen, ob das sinnvoll ist, zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich schlagend werden soll, das auch zu exekutieren. Ob das dann stattfindet, wann später stattfindet, da verlassen wir uns dann auf das Urteil der Expertinnen der Kommission. Jetzt sagt die österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband, sagt, dass die von der Bundesregierung angekündigten umfangreichen Lockerungen der Covid-Maßnahmen ab dem 5. März gefährlich sind. Was entgegnen Sie? Auch dazu gibt es unterschiedliche Annahmen, unterschiedliche Expertinnenmeinungen. Ich habe zum Beispiel heute in den oberösterreichischen Nachrichten ein Interview gelesen mit dem Leiter der Lungenheilkunde am Kepler Klinikum und der sagt sehr deutlich, es sind diese Schritte vertretbar. Man muss auch, glaube ich, da
abwägen. Wir befinden uns jetzt seit 2 Jahren in einer Pandemie, die nicht nur physisch, sondern auch psychisch extrem belastend ist. Da braucht es auch Perspektive. Es wurde jetzt erst von der Bundesregierung, vom Gesundheitsminister, dem Bildungsminister und der Staatssekretärin mit der Unterstützung der Berufsverbände, der Psychotherapeutinnen und Psychologinnen ein großes Paket, ein erstes großes Paket zur psychischen und psychotherapeutischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Das ist ein Umfang von 12,2 Millionen Euro, wo man versucht, besonders belastete Kinder und Jugendliche gut zu begleiten. Was ich damit sagen will, ist, der Druck auf uns alle ist recht groß. Das merkt man ja auch selbstverständlich, wenn Sie davon reden oder wenn der Experte sagt, die Performance wird von der Bevölkerung immer als schlechter wahrgenommen. Wir sind seit 2 Jahren alle belastet. Und gehen Sie irgendwo hin, das allumfassende Thema ist immer Corona. Und da eine Perspektive zu bieten, dass es einen Weg raus gibt, ohne allerdings die Vorsicht aus den Augen zu verlieren, ist meiner Meinung nach sehr sinnvoll. Ist es ja so, jetzt nochmal zur Maskenpflicht aus, auch, das heißt, es wird noch eine Maskenpflicht geben, überall dort, wo ich hin muss, also Supermarkt, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Für ältere, immunsupprimierte oder vorerkrankte Menschen stellt das ja ein Risiko dar, die sind ja dann nicht geschützt, wenn alle anderen keine Maske aufhaben. Das klingt ein bisschen wie ein Paradigmenwechsel zu Ungunsten der Geimpften. Warum lässt man denn die Maskenpflicht nicht einfach bestehen? Das klingt wie ein unfreiwilliger Lockdown für Geimpfte, quasi, ein bisschen. Oder bleibe ich dann daheim, weil ich mich irgendwie fürchte? Also daheimbleiben, um sich zu fürchten, ist sicher keine Alternative, sondern gibt es ein ganz einfaches Mittel. Ich sage Ihnen, ich lasse mich gern komisch anreden, weil ich eine Maske trage. Ich werde aus Verantwortung für meine Gesundheit, ich bin selber Risikopatientin, werde die Maske weitertragen. Und das nicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern ich werde sie tragen dort, wo ich das Gefühl habe, dass ich unter Menschen bin, die mir nahe kommen. Das ist ja kein Makel, die Maske, sondern das ist ein gutes Mittel zum Schutz. Und auch da gilt für mich, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, mit vulnerablen Gruppen, dass es für mich selbstverständlich ist, dass ich die Maske aufsetze. Wir reden ja nicht davon, dass wir 24 Stunden am Tag die Maske aufhaben, sondern dort, wo es wirklich sinnvoll ist, setze ich auch schon ein bisschen auf die Eigenverantwortung, so wie ich es handhabe, dass ich sage, wenn ich es mit Älteren zu tun habe oder mit Kranken zu tun habe, was ist denn bitte dabei, wenn ich da, auch wenn es nicht mehr vorgeschrieben ist, die Maske aufsetze? Österreich hat trotz der strengen Maßnahmen viel mehr Infektionen und auch Todesfälle als zum Beispiel Schweden, die nicht so viele Maßnahmen gehabt haben wie wir. Warum? Also das Schweden-Beispiel kommt ja immer wieder in der Diskussion. Erstens einmal gibt es da große Unterschiede, was Besiedlung etc. betrifft. Und zweitens möchte ich schon in aller Deutlichkeit festhalten, das, was uns von Anfang an immer begegnet ist in der Pandemie, war dieses Präventionsparadoxon. Es wurden immer wieder Maßnahmen hinterfragt, die gesagt haben, na, die haben ja eh nicht so viel genutzt, wie man eigentlich geglaubt hat. Ich drehe das Ganze jetzt einmal um. Was wäre gewesen, wenn wir all diese Maßnahmen in Österreich nicht gesetzt hätten? Dann hätte die Geschichte wohl anders ausgesehen. Da bin ich eher für mehr Vorsicht, die dann eine Wirkung bringen, als weniger Vorsicht und zu riskieren, dass es vielleicht doch schief geht. Also ich glaube, dass der Weg, den Österreich da beschritten hat, durchaus positiv war. Apropos Vorsicht, bis Ende März sind die Tests gratis. Sollen die ab Anfang April was kosten und sollen die unterschiedlich viel kosten für Ungeimpfte und Geimpfte? Der Gesundheitsminister hat ja das letztens festgestellt in der ZIB 2 bei Ihnen und hat gesagt, er glaubt, dass es nicht unterschiedlich gehandhabt wird. Für mich ist die Diskussion offen, nämlich sowohl was das betrifft, bleiben die Tests kostenlos, werden sie kostenpflichtig für jemanden oder für jemanden auch nicht. Das ist meiner Meinung nach noch ein offener Diskussionsprozess. Da wird es noch viel darüber zu reden geben, aber dazu ist jetzt noch ein bisschen Zeit, weil bis 31. März sind ja die Tests noch kostenlos. Jetzt hat zum Beispiel Peter Lehner vom Dachverband der Sozialversicherungsträger gesagt, man könnte zum Beispiel für die Geimpften eine Rezeptgebühr einheben von 6,65 Euro und für die Ungeimpften den vollen Preis, der etwa zwischen 50 und 60 Euro liegt, verrechnen. Das wäre doch sinnvoll, da könnte ich ja auch die Leute, die müssen ja auch arbeiten gehen, 3G am Arbeitsplatz, könnte ich ja dann auch dazu bringen, sich impfen zu lassen. Da könnte man ja 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, oder? Ich glaube, da gibt es keine Denkverbote. Ich denke, dass all diese Dinge, all diese Vorschläge auf den Tisch gehören, vom Dachverband, von den Sozialversicherungen, von der Ärzteschaft, von wem auch immer, der dazu konstruktiv beitragen kann. Und all diese Themen wird man diskutieren. Wie gesagt, da ist ja noch ein bisschen Zeit, denn bis 31. März gilt es jetzt einmal so, wie es ist. Aber was ist Ihre Meinung? Sollen die Tests unterschiedlich viel kosten für Geimpfte und Ungeimpfte? Jetzt Ihre ganz persönliche Meinung. Was finden Sie da gut?
Ich fände es gut, wenn ich niemandem über Medien etwas ausrichte und Dingen vorgreife, die ich jetzt so nicht kenne. Ich werde mir dann ein eigenes Bild machen, wenn ich alle Vorschläge auf dem Tisch habe. Das ist unsere Aufgabe als Gesundheitspolitikerinnen, dass wir uns dann ein Bild machen, wenn alles auf dem Tisch liegt und jetzt nicht Kaffeesud lesen, was denn nicht alles sein könnte. Wir müssen leider schließen. Vielen Dank, Gabi Schwarz in Eisenstadt, für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Das Interview haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Mit Mitte März kommen also breite Öffnungen und Lockerungen auf Österreich zu. Auch die Gastronomie darf, außer in Wien, wieder von Ungeimpften besucht werden. Masken und Kontrollen fallen weg. Dass die letzten beiden Corona-Jahre aber ein großes Loch in den Kassen vieler Gastrobetriebe hinterlassen haben, steht außer Frage. Im Sommer werden für viele die Überbrückungskredite von 2020 fällig. Branchenvertreterinnen sprechen von anstehenden Insolvenzwellen. Markus Blecher hat mit einer Betroffenen gesprochen und bei der Politik nachgefragt. Das Café-Restaurant Hummel im Herzen der Wiener Josefstadt. Seit 1935 ist es im Besitz der Familie Hummel. Seit 2005 wird es von Christina Hummel geleitet. Momentan läuft das Geschäft, doch die letzten zwei Jahre haben das Kaffeehaus geprägt. Naja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, von 24 Monaten hatte die Gastronomie die letzten zwei Jahre nur 4 Monate, wo wir keine Restriktiven und Einschränkungen gehabt haben, was die Öffnungszeiten betrifft, was die Abstandsregeln betrifft, was 2G, 3G und auch das Stehkonsumationsverbot betrifft. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater früher immer gesagt hat, die Gastronomie ist krisensicher. Tina, es wird sich ja jeder ein Achtel leisten können, hat es früher geheißen. Dass eine Pandemie kommt und der Betrieb komplett zugedreht wird, hätte sich sicherlich mein Vater nie gedacht und mein Großvater. Neben der psychischen Belastung für Personal und Geschäftsführung im ersten Lockdown 2020 kamen auch schnell finanzielle Schwierigkeiten auf die Gastronomie zu. Mit Hilfe von Überbrückungskrediten konnte man sich einige Zeit über Wasser halten. Von heute auf morgen ist gesagt worden, zack, die Waren, die du eingekauft hast, kannst du nicht mehr verkaufen, weil du zugesperrt wirst. Ja? Laufende Kosten, Miete, Strom, Gas, teilweise die Mitarbeiter, ja, da gab es doch keine Kurzarbeit und du hast die Hälfte des Monats deine Mitarbeiter im Dienst gehabt und du hast den ganzen März noch ausfinanzieren müssen. Ich habe am 20. März oder schon eigentlich Anfang April nicht gewusst, wie ich meine Mitarbeiter bezahlen soll. Schwierige Zeiten waren das. Die österreichische Hotel- und Tourismusbank ÖHT hat damals staatliche Haftungen vergeben. Dadurch konnten die Banken den Betrieben Kredite gewähren. In Summe wurden 1,1 Milliarden Euro ausbezahlt. In den ersten beiden Jahren musste nichts zurückgezahlt werden. Im Sommer werden nun aber die ersten Raten fällig. Viele Betriebe sehen sich dazu finanziell nicht in der Lage, meint Gastronomieobmann Mario Pulka. Wir haben von den 9.500 Betrieben, die 1,1 Milliarden Euro an Überbrückungskrediten bekommen haben, ein Drittel der Betriebe, die ein negatives Eigenkapital schon hatten, als sie den Kredit quasi bekommen haben. Und durch das, dass wir jetzt seit November wieder einen Lockdown hatten und seit November bis zum heutigen Tag in der Branche ungefähr 60% Umsatzminus pro Monat eingefahren haben, ist es für die Betriebe jetzt nicht möglich, diese Rückzahlungsraten zu stemmen, denn wir hatten ja 2 Jahre tilgungsfrei und dann in 3 Jahren ist die Summe zurückzubezahlen und das ist für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Es brauche also entweder eine Verlängerung der Fristen oder staatliche Förderungen für die Tilgung der Kredite. Die Lösung kann nur sein, dass man diese Überbrückungskredite, die man jetzt auf diese 5 Jahre veranlagt hat, hier entweder auf 10, 15 oder mitunter sogar auf 20 Jahre streckt. Man könnte sie sozusagen umwandeln in Mezzaninkapital. Das würde sich in der Bilanz natürlich dann positiv auswirken, weil es nicht als Fremdkapital ausgewiesen wird. Wir haben hier, wie gesagt, mehrere Ideen natürlich hier verschriftlich und haben das an die richtigen Stellen weitergeleitet und erwarten uns jetzt auch, dass man sich dessen annehmen wird. Bis jetzt haben wir es durchgebracht und man sollte diese Betriebe auf den letzten Metern dann nicht verlieren, weil sonst bedeutet das in letzter Konsequenz massive Insolvenzen. Wie sieht das die Politik? Im Tourismusausschuss am Donnerstag wurde die aktuelle Lage behandelt. Die Regierungsparteien bleiben, auch in Bezug auf die anstehenden Kreditrückzahlungen, optimistisch.
Erstens die Übergangskredite, wo die ÖHT quasi die Haftung übernimmt. Das hängt mit dem EU-Beihilferahmen zusammen, der eben im Juni, also Ende Juni ausläuft. Sprich, das ist eine EU-Geschichte. Und das andere ist natürlich, dass die Betriebe sich das mit den Banken ausmachen können. Und im Kontext dessen, dass die Banken 2021 relativ viel Gewinn erwirtschaftet hat, sollte das weniger ein Problem sein. Man wird sich das Thema anschauen, dass man einen Kredit in einen Zuschuss verwandelt, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Aber wenn es Hilfe braucht, dann gibt es ja auch einen ganzen Werkzeugkoffer vom Ausfallbonus über Härtefallfonds und so weiter. Also die Dinge gibt es ja, die wird man wahrscheinlich verlängern und da wird man auch schauen, dass man diesen Betrieb natürlich auch unter die Arme greift. Die Opposition lässt hingegen kein gutes Haar an der Regierungspolitik. Man müsse aktiv werden und die Betriebe unterstützen. Jetzt hatten wir gerade eine Ausschusssitzung. 10 Anträge der Opposition wurden vertagt. Alle 10 Anträge, das muss man sich einmal vorstellen, wurden vertagt. Diese Regierung, diese Regierungsparteien haben es geschafft, dass wir nächste Woche im Hohen Haus keine Diskussion über den Tourismus haben, weil sie nicht eine einzige Initiative der Opposition angenommen haben. Und da frage ich mich wirklich, wenn Sie schon so eine tolle Politik machen, wieso scheuen Sie die Debatte mit uns im Parlament? Auf der einen Seite liegt Österreich auf dem 5. Platz in der Europäischen Union, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Wir sind aber die Spitzenreiter bei denen, was die Auszahlungs- und Förderungshöhe betrifft. Und genau dazwischen gibt es einen Gap, wo das Versagen der Regierung seinen Teil dazu beigetragen hat. Es muss darum gehen, dass man gemeinsame Lösung findet, weil durch das, dass der Umsatz einfach noch nicht dem entspricht oder noch nicht entsprochen hat jetzt in dieser Zeit, kann man nicht davon ausgehen, dass die damals vor 2 Jahren vereinbarte Ratenzahlung so stattfinden wird. Und da braucht es wirklich eine Anstrengung, dass die Betriebe sich das leisten können, diese Kredite zurückzuzahlen. Und damit braucht es eine Verlängerung und eine Regelung, wie hoch die Rate ist. Zurück ins Café Hummel. Hier freut man sich natürlich über die weiteren Lockerungsschritte ab 5. März. Durch die 2G-Regelung fielen durchschnittlich 30% der Gäste und somit auch Umsatz weg. Dies gelte es von Seiten der Politik zu berücksichtigen. Wir können uns es leider nicht leisten, dass wir jetzt, Stand der Peter, das Geld zusammenpacken und der Bank zurückgeben, was wir uns vor 2 Jahren aufgenommen haben. Wir hatten nicht die Möglichkeit, die letzten 24 Monate zu 100% wieder wirtschaftlich zu arbeiten. Die Reserven wurden gebraucht für Lockdowns, für andere Kredite, die vielleicht schon vorher der Pandemie aufgenommen worden sind und. Die wurden ja nicht auf Null gesetzt. Also hier braucht es ganz, ganz schnelle Handlung seitens der Regierung. Unsere kreativen Unternehmer, Betreiber von Bars, Cafés, Restaurants, Konditoreien und Clubs, wir sind tourismusrelevant, wir sind wichtig. Wir sind die Kultur und das Herz Österreichs. Und wir müssen gehört werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Finanzielle Normalität ist vorerst nicht in Sicht. Die vergangenen 2 Corona-Jahre werden einen Rattenschwanz an wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach sich ziehen. Entschuldigung, wir haben jetzt 2 Jahre lang jeden Tag in den Nachrichten gehört, was Covid für eine Gefahr ist. Das braucht jetzt eine gewisse Zeit, bis es wieder aus unseren Köpfen verschwindet und wir wieder zu einer Normalität wie früher 2019 zurückkehren können. Das wird sich in unseren Umsätzen abspielen, das wird sich in der Gästefrequenz spürbar machen. Das wird nicht von heute auf morgen ausgenockt, sicher nicht. Ja, das wird Zeit brauchen, aber natürlich, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht und wir werden unser Bestes tun, um wieder die Normalität und den Alltag vor der Pandemie in unseren Gaststätten einkehren zu lassen. Ich hoffe, Sie haben es der Sendung nicht angesehen, aber auch das Hohe Haus ist in den vergangenen Tagen von Corona nicht verschont geblieben. Deshalb gab es heute auch nur 2 Beiträge von unserem Team. Diese Woche am Mittwoch und Donnerstag steht die Bekämpfung der Pandemie auch wieder im Zentrum der Debatten des Nationalrates, die wir wie immer auf ORF2 bis Mittag live übertragen. So viel in eigener Sache. Jetzt kommt wieder Sandra Sabo und die Orientierung. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Auf Wiedersehen.